Im IBEMO Plus haben wir das Wichtigste für die digitale Praxis in einem Kurs zusammengefasst. Ganz speziell für unsere Kolleginnen und Kollegen in der Erwachsenenbildung. Unvorstellbar. Sie können es selber nicht mehr vorstellen, ohne digitale Unterstützung auszukommen. Medienmix lockert so eine Erwachsenenbildungsveranstaltung sehr auf. Die Kommunikationstools, finde ich, haben sich wesentlich weiterentwickelt und vereinfachen es doch. Der hat, wenn ich jetzt einfach weite Distanzen zu überwinden habe, dann finde ich das sehr praktisch. Ohne Digitalisierung werden wir in Zukunft nicht mehr arbeiten können. Einfach eine sehr, sehr gute professionelle Grundinformation ist, wo man auch üben kann, wo man sich vertiefen kann. Einerseits, dass wir neue praktische Tools vorstellen. Gleichzeitig gibt es sehr viel praktisches Kontextwissen über Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Es geht um Didaktik, ganz neue Formate. Sicherheit und Datenschutz werden immer wichtiger, auch im IBEMOOC. Die kritische Medienkompetenz bereiten wir für die Erwachsenenbildung spezifisch auf. Und ganz allgemein darum, was die Digitalisierung mit dem Beruf Erwachsenenbildung macht. Wir tauschen uns in einem Online-Forum aus. Es gibt Webinare und Begleitgruppen vor Ort. Kann ich den IBEMOOC Plus bei der WBA anrechnen lassen? Ja, natürlich. Der IBEMOOC Plus deckt den gesamten Bereich der Medienkompetenz im Sinne der WBA vollständig ab. Und wenn ich den IBEMOOC in den Vorjahren schon gemacht habe? Alle, die den IBEMOOC in den Vorjahren absolviert haben, bekommen im IBEMOOC Plus jetzt einen guten Aufbaukurs.